Hallo, ihr Lieben. Es ist schon Nachmittag und ich schalte jetzt erst die Kamera ein. Wir hatten nämlich heute Morgen einen Termin bei IKEA. Wir hatten so ein, wie heißt es? Click and Meet oder wie heißt das? Bin mir gerade nicht sicher. Aber wir waren halt bei IKEA und wir dachten, das ist bestimmt richtig toll, wenn man da so in Ruhe shoppen kann, weil man ja mit Termin und es dürfen nicht so viele da rein. Und deswegen wollten wir das richtig genießen und haben die Kamera auch zu Hause gelassen. Die Morla war dabei, der Smurfy war im Auto, in der Kiste. Das klappt übrigens super, dass der in der Kiste ist. Und ja, Calvino hatte heute Schule und jetzt ist er auch noch unterwegs. Es ist ja schon nachmittags, der hat schon schulfrei, aber der ist noch unterwegs. Ja. Und wir haben jetzt gerade hier ganz ausgiebig gestillt, ne du Maus? Ja? Jetzt trainiert sie ein bisschen ihr Köpfchen und dann gehen wir gleich noch schön spazieren mit dem Smurfy, eine große Feldrunde. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, ob ihr einen, wie heißt das, IKEA-Haul sehen möchtet und 95% haben ja gesagt. Also mache ich euch ein IKEA-Haul-Video, allerdings schaffe ich das heute nicht mehr. Ich muss jetzt gleich mit dem Smurfy die große Runde machen und dann ist, glaube ich, das Tageslicht schon weg. Und dann sieht das echt doof aus. Ich habe auch keine Lust, diese Lampen aufzubauen. Ich habe ja so Studiolampen, aber das machen wir heute nicht, ne, mein Schatz? Nein, wir genießen den Tag gleich, ne? Ja? Ja. Die war so süß im Tuch, die ganze Zeit geschlafen beim IKEA und alle so, oh, ist die süß, ja? Haben dich alle bewundert, ne? Ja. Ach, da waren wir noch bei Ernstings Family. Da habe ich diesen Strampler umgetauscht. Den Niki-Strampler, den hatte ich euch gezeigt. Und die hatten Sale bei Ernstings Family. Und wir haben richtig, richtig zugeschlagen. Schon auch die nächste Größe. Also für unsere Verhältnisse, ne? Ich weiß nicht. 2, 3 Oberteile, 2 Schlafanzüge und ein Pullover noch. Oder ich weiß nicht so genau. Ich zeige euch das nachher. Ich habe das jetzt schon im HWR reingelegt, weil ich es alles erstmal durchwaschen muss. Aber halt die nächste Größe. Und ja, haben wir den Strampler ja umgetauscht. Dann haben wir nur 5 Euro für alles zusammen bezahlt, weil halt voll der Sale da ist, ne? Ja, das war alles so für 1 Euro, 3 Euro. Ja, da haben wir ganz viel zugeschlagen. Ja, du wächst nämlich ganz schnell. Ja, jetzt hat sie schon so Größe 68. Aber dabei muss ich sagen, dass ich das in Trockner packe. Also ich wasche und trockne das. Ja. Und dann wird das kleiner ein bisschen. Dann läuft das ein bisschen ein, ne? Und deswegen Größe 68 brauchst du schon. Ja. Okay, ich packe sie jetzt mal ins Tragetuch und dann gehen wir spazieren. Und dann melde ich mich gleich wieder. Ja, hörst du deine Spieluhr? Ja? Gehen wir jetzt schön spazieren? Ja, ich habe jetzt so eine Stoffwindel drunter. Dann sieht das immer ganz dick aus, so, ne? Ja. Hm? Du kleine Maus. Mir ist übrigens aufgefallen, dass meine Wimpern ganz kurz geworden sind. Richtig kurz. Also ich hatte da nie irgendwie künstliche Wimpern oder so dran. Ich habe die immer einfach nur, nicht immer, aber ab und zu einfach getuscht. Und das habe ich jetzt 2, 3 Mal gemacht seit der Geburt. Und die sind wie so kleine Stoppeln geworden. Richtig hässlich. Und dann habe ich gesehen, es gibt so Magnetwimpern, weil ich will mir keine aufkleben. Und ich weiß gar nicht, ob Kosmetikstudios aufhaben. Aber selbst wenn, will ich das auch nicht machen, so Wimpern dran kleben lassen. Also vom professionell so ein Studio will ich auch nicht. Dann wollte ich Magnetwimpern ausprobieren, war heute eben bei DM drin, weil wir ja halt in der Stadt waren. Ja, und da habe ich die nicht gefunden auf die Schnelle. Jetzt wollte ich die mal online bestellen. Wenn ihr Tipps habt, bitte mal in die Kommentare, weil das sieht echt so Stummelwimpern nicht so toll aus. Ich bin fix und fertig, sage ich euch. Wir waren jetzt 1 Stunde spazieren mit den Hunden. Und ja, ich komme zu nichts heute. Also der ganze IKEA-Einkauf, der steht hier noch alles rum. Die Anziehsachen von Livia, Morla, die sind auch noch im HWR, immer noch die Preisschilder dran. Und ich habe immer noch nicht vernünftig gegessen. Wir wollten bei IKEA eigentlich Hotdogs essen, aber
Guess what? Die waren zu. Das Bistro ist zu. Und deswegen konnten wir nichts essen. Ja. Und ich habe einfach nur so gesnackt zwischendurch halt. Nichts Gesundes. Und jetzt wollte ich mal auf die Suche nach was Essbarem machen. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich einfach den IKEA-Haul hier zeige. Im Vlog. IKEA-Haul im Vlog. Kann man doch auch machen. Da muss ich hier kein Brimborium machen. Da mache ich einfach dieses Küchenlicht. Wo ist es? Da. Mache ich an, dann ist hell. Und ja, dann zeige ich euch, was wir bei IKEA gekauft haben. Aber jetzt esse ich erstmal was. So, ich fange jetzt einfach mal an und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Also, als erstes zeige ich euch diese Bettwäsche. Die fand ich so schön. Die habe ich mitgenommen für Livia. 1,40 mal 2 Meter die Bettdecke und 80 mal 80 das Kopfkissen. Das ist so eine Größe. Ich glaube, das hat IKEA extra gemacht, dass man halt von denen alles kaufen muss. Also entweder man hat die Bettdecke von denen, um die zu nutzen, oder man kann halt die Bezüge nicht nutzen. Und deswegen haben wir auch ein Kopfkissen und eine Bettdecke mitgenommen für die Livia. Dann haben wir einen Hochstuhl mitgenommen. Der ist hier drüben. Und zwar, das ist zwar noch viel zu früh für die Livia, für so einen Hochstuhl. Aber ich habe gedacht, wenn die wieder zumachen, wenn der Lockdown wieder kommt, dann haben wir den schon mal. Oh, du wolltest zugucken, ne? Ja, guckst du Mama zu? Wie wir das alles zeigen? Super. Also dieser Stuhl, wie gesagt, den haben wir schon mal geholt, weil falls wieder der Lockdown alles macht zu, dann haben wir den wenigstens schon mal, ne? Da ist so ein Tischchen bei. Das ist der Stuhl. Das sind diese Beine dafür. Und dann haben wir halt so ein Luftpolster-Ding, glaube ich zumindest, dass man das aufblasen muss und dann halt so einen Bezug, das dann da so reinkommt. Deswegen haben wir den Hochstuhl schon mal mitgenommen. Weiter geht's. Das ist nicht für uns. Den sollten wir mitbringen für jemanden. Dann haben wir zweimal so Duftkerzen genommen. Einmal Himbeere. Die kennt, glaube ich, jeder, ne? Die IKEA-Kerzen. Ja. Und dann, die kenne ich noch gar nicht. Ja, konnte ich jetzt auch nicht so gut Probe riechen. Dadurch, dass man halt den Mundschutz auf hatte, ist es halt so ein Kirschduft. Dann haben wir diese IKEA-Rolle. Diese wegen Hundehaare. Ja, ihr wisst, alle, die Hunde haben, die wissen das, dass man oft voll Hundehaare ist. Und deswegen haben wir noch 8 Ersatzrollen mitgenommen für diese Fusselbürste. Das gehört dazu. Dann haben wir 2 von diesen Kisten mitgenommen. Die sind wirklich praktisch und die waren im Sale für 1,99. Normalerweise kostet eine 3,99. Ja, was erzählst du denn, du kleine Maus? Ja? Willst du auch was erzählen? Ja, warst du heute zum ersten Mal bei IKEA? War das schön? Ja, die Maus hat geschlafen die ganze Zeit im Tragetuch, ne? Ja, alles verschlafen. Dann habe ich eine von diesen großen Kisten hier mitgenommen. Da haben wir auch einen Deckel für. Hier. Zack. So, und zwar ist mein Plan, dass ich hier die Anziehsachen von der Livia reinmache, wenn sie nicht mehr passen. Wir haben die auch in ganz kleinen 5-Liter-Boxen. Das ist für Größe 56 okay bei uns, weil wir nicht so viel Kleidung gekauft haben. Aber umso größer die Kleidung wird, umso mehr Platz. Deswegen habe ich eine davon mitgenommen. Das ist, wie viel Liter? Ich schaue mal. Da, 22, oh, da, 22 Liter ist diese Box. Ja, du hast gute Laune, du Maus. Und diese Clipper dafür haben wir auch mitgenommen, dass man die hier verschließen kann, wenn wir das halt auf dem Dachboden lagern möchten. So, das war jetzt die Seite. Dann gehen wir mal hier rüber. Hier habe ich das mitgenommen. Das hatte ich mir im Internet schon rausgesucht. Das ist so ein 4-teiliges Set. Und ich wollte es schon die ganze Zeit rausholen und gucken, weil ich mich darauf gefreut habe und habe gewartet, weil ich für einen Vlog halt warten wollte. Und zwar ist mein Plan, den hier in den Laufstall zu stellen. Ihr wisst, dass wir hier im Laufstall wickeln. Da ist ja alles, was wir so brauchen. Und deswegen, da muss man nicht für jede Stoffwindel immer wegrennen und zum HWR, dass es gewaschen wird, sondern könnte man erstmal hier zwischenlagern.
Genauso wie diese hier. Ich zeige euch das mal eben. Wir haben ja hier aktuell zwei so Töpfchen, wo wir Wasser aus der Thermoskanne reinmachen und dann halt unsere Mullwindelwaschlappen benutzen. Und wenn ich jetzt halt hier sowas habe, zack, dann ist es nämlich schon mal fast passiert, dass die Maus das hier umgeworfen hat. Und das ist ja manchmal auch sehr warm, das Wasser. Und deswegen fand ich das sicherer, wenn das in so einem Behälter hier oben dran ist. Und ja, das war mein Plan. Und jetzt haben wir sogar noch mehr Behälter. Zwei kleine und einen großen. Und ich glaube, den Mülleimer kann man auch damit festmachen. Oh ja, den kann man hier irgendwie Bernd mal fragen. Genau, so. Oh, habt ihr nicht gesehen. Also, das könnte man in die Wand bohren hier, festmachen. Und dann den Mülleimer da dran aufhängen. Ja, super. Was erzählst du der Lampe? Die mag diese Lampe hier. Wir haben zwei nur noch angemacht, weil das extrem hell ist sonst. Ne? Als du ganz neu bei uns warst, war das zu hell, ne? Ja. Jetzt könnte man die so langsam wieder reindrehen. Ja. Und was haben wir noch? Dann habe ich hier noch so eine Jalousie haben wir mitgenommen. Das sind die, die wir auch hier im Wohnzimmer haben. Für oben im Schlafzimmer, fürs gerade Fenster. Fürs Schrägfenster müssen wir nochmal schauen, weil das würde ja durchhängen. Das sind nur diese 7 Euro Jalousien. Also die sind jetzt nicht so qualitativ gut, aber für unsere Zwecke reichen die. Ja, und das sind dann nochmal 2 von diesen Boxen, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Die haben 11 Liter und auch mit Deckel für Anziehsachen, später für die Maus, die ihr nicht mehr passen. Und hier ist das Innenleben von dem Stuhl. Und das war's schon. Ein kleiner Mini-IKEA-Haul. Ich wollte euch eben zeigen, was es bei Family gab für uns. So, lege ich das am besten hier drauf. Ne? Und zwar ist es einmal ein Schlafanzug mit Fuß sogar unten, mit Glitzerpunkten. Und schaut mal, das ist jetzt Größe 68 und der wurde auf 3 Euro reduziert. Da konnte man doch nicht Nein sagen, oder? Weiter geht's. Noch ein Schlafanzug. Auch mit Fuß. Da. Da. Auf 3 Euro auch. Dann haben wir einen Pullover mitgenommen. Auch schon in Größe 74. Und der war auf 5 Euro reduziert. Ein so ein Sweatshirt. Auch Größe 74, war auch auf 3 Euro reduziert. Ein Langarmbody, der war sogar auf 1 Euro reduziert. Und das ist Größe 62, 68, also das kann sie jetzt tragen. Und dann habe ich noch hier so eine Latzhose mitgenommen. Mit ja, so Katzen und Miau und so steht da drauf. Und das war auch auf 3 Euro reduziert. Ja, das wasche ich jetzt durch und dann ist das schon mal die nächste Größe bis auf den Body. Das kann sie halt jetzt schon anziehen. Wirklich doof. So, ich sitze hier und still die Kleine. Der Bernd ist gekommen und hat ein Zuschauerpaket mitgebracht, was wir bekommen haben. Vielen Dank. Es ist leider ohne Absender. Vielleicht ist ein Brief drin. Bernd hat ein bisschen Angst. Wer weiß, was da drin ist. Ja, er packt das jetzt stellvertretend aus, der Bernd, weil ich halt am Stillen bin, ich kann es nicht auspacken. Smurfy, man sieht nichts außer deinem wunderschönen Popo. Komm doch hier zu mir, Calvino. Such. Und? Bernd. Oh. Calvino. Oh. Riech mal dran. Nein. Calvino. Vielleicht was für jeden dabei? So Bernpapier war alle. Voll cool draufgeschrieben. Ja, cool, ja, warte, lass, pack erstmal Calvino aus. Hallo. Sag mal. Ja, Smurfy will hier mitmachen. Smurfy ist nichts drin. Ey. Smurfy, für dich ist der Karton. Er sagt Scheiße. Meine freut sich über den Karton. Und es ist
2 Mini-BMX. Ja, cool. Dankeschön. Da guckt aber einer unsere Videos. Dass das, ist da eine Karte bei? Ja, lies mal. Familie. Lies mal, wer schickt uns denn 2 BMX-Räder von Calvino? Wer kennt dich denn so gut? Ey, nicht kaut. Danke auf jeden Fall. Ich glaube, damit kann man so Fingertricks machen. Ich habe schon mal so Mini-Skateboards in einem Video gesehen. Ja, habe ich auch schon mal gesehen, glaube ich. Es gibt bestimmt auch noch Mini-BMX, das ist voll die Den können wir ja, also den müssen wir jetzt nicht vorlesen, das ist ja vielleicht privat, aber wer das, also einen Name hätte ich gerne, dass wir uns bedanken können. Da brauchen wir doch keine Angst haben, wir haben nette Zuschauer. Nora mit Familie. Das ist bestimmt die Nora, mit der wir Kontakt hatten schon. Nora, schreib mal bitte in die Kommentare. Oder hat sie im Brief was geschrieben? Bernd, da mal entspannen, wer weiß, was er für Valium-Tabletten, damit ich alles ertragen. Livia kann irgendwann damit spielen. Meine Kinder haben das dann gerne gemacht beim Laden. Okay. Du kannst ja nur liebe Worte, aber schön. Aber steht nicht drin, ob das die Nora ist? Nora mit Familie. Okay. Ja, dann lass mal die anderen Sachen auspacken. Was denn jetzt für dich? Ja, weiß ich nicht. Weiß ja nicht, was da alles drin ist. Olivia, für jeden ein Geschenk. Ach so. Das ist Murphy's Hackathon. Ja, dann. Das ist ja für Olivia. Das ist für Olivia. Und was für dich? Na, guck mal, den können wir zum Baden nehmen. Ein Waschlappen mit Name? Ja. Oh, schön. Mit IA drauf, mit Esche. Schön. Ja, Licht dahin. Cool, danke schön. Wir haben einen Waschlappen. Also Bernd geht ja immer mit Olivia baden. Und sie hat einen Waschlappen, ein zweiter ist super, weil, ja, wenn er in der Wäsche ist, haben wir noch einen. Vielen Dank. Das ist für dich. Das ist für dich. Das ist für mich. Wollt ihr selber was packen? Nein, ich habe keine Hand frei. Das ist ein... Eine Liebeserklärung an alle Mütter. Okay. Ein Buch, ein Kalender. Ein Buch. So. Zitaten, Selma Langendorf, Langerich, unbekannt. Kenne ich nicht unbekannt. Kenne ich nicht unbekannt? Bernhard von Klawoix. Ja. Ja, vielen Dank. Zum Lesen. Zum Entspannen und zum Lesen. Dankeschön. Nein. Jetzt kommen die Valium-Tabletten. Oh, Papier war alle. Voll die Mühe gemacht, noch alles eingepackt. Vaterglück. Vaterglück? Wohlfühlkräutertee. Entspannte Papatag. Sieht so an, als wäre da irgendwas drin. Grüner Honeybusch und Rotbusch. Hähnchen, Anis, Kamille. Das hört sich. Wenn man das sagt. Gramm Weed. Das hört sich so. Gramm Weed. Ich wollte gerade sagen. Können wir rauchen, es ist Tee. Tee zum Rauchen. Du trinkst ja manchmal gerne Tee. Bitte. Oh. Wenn du krank bist, vor allem. Ja, vielen Dank, liebe Nora. Nächstes Mal schreibt mich drauf, dass du das bist. Dann habe ich Angst. Ja. Das stimmt. Bei uns gibt es jetzt Abendbrot. Noch den Rest hier Bohneneintopf. Und Calvino spielt heimlich mit den BMX. Film mich nicht. Du hast Spaß daran, ne? Film mich nicht. Nein, ich film dich nicht. Er übt. Die sind richtig cool, die kleinen BMX-Räder. Da kannst du richtig die Pedale drehen und so. Und du? Ich wollte mich nur vom Vlog verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.